Jahr, 25 Jahre alt und größter Erfolg war bisher 4 Weltcupsiege und Team Silber bei der WM. Skispringen macht aus, dass man ja, zum einen natürlich körperlich dafür geeignet sein muss, also ist dann alles, was Athletik angeht, Schnellkraft, Schnelligkeit, natürlich auch eine gewisse Statur, die einem wahrscheinlich naturgegeben sein muss, damit man fliegen kann. Und dann, ich glaube, der andere große Part ist einfach Kopf und Gefühl, wo du das Fliegen irgendwo lernen musst und ein Stück weit auch schon einfach in dir drin haben musst. Das Training bei mir, jetzt in meinem besonderen Fall, ist eben hauptsächlich hier am USP, zumindest wenn ich in München bin. Und da ist halt die ganze Athletikarbeit eigentlich. Und wie gesagt, die Wochen, wo ich dann zu Hause bin beim Springen, ist dann, wenn dann noch Oberstdorf. Olympischen Spiele qualifiziert bin ich ja noch nicht. Das entscheidet sich ja erst im Februar dann. Jeden Sportler ist es ein Traum, weil du bei jeder Weltmeisterschaft, bei jedem Weltcup bist du so ein bisschen für dich in deiner Sportart. Wir haben bei der WM sozusagen wenigstens noch die Langläufer, die nordischen Kombinierer dabei, aber Olympia ist halt, das ist halt einfach eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, einerseits wäre es einfach ein wahnsinnig tolles Erlebnis, mit anderen Sportlern da zu sein und das mitzuerleben. Medaillen, zum einen natürlich mit der Mannschaft. Ich glaube, wir haben uns als Team in den letzten Jahren extrem gut entwickelt und gehören mittlerweile zu den stärksten Teams und haben im letzten Jahr Einzelwettkämpfe schon gewonnen. Bei der WM haben wir dann den zweiten Platz gemacht und da ist es unser Anspruch, dass wir ganz nach vorne wollen und auch im Einzel muss das Ziel eine Medaille sein. Es ist einfach wahr. Also man kann sagen, unsere Wettkämpfe sind im Winter, deswegen trainiert man dann den ganzen Sommer, aber du musst einfach viel geben für den Leistungssport und bei uns ist der Sommer extrem wichtig geworden und halt einfach auch dadurch, dass die ganzen Schanzen mittlerweile im Sommer oder fast alle Schanzen im Sommer mittlerweile springbar sind, machst du auch die Hauptarbeit auf der Schanze und auch abseits der Schanze, wie jetzt hier im Kraftraum, machst du einfach im Sommer. Im Winter geht es nur noch darum, die Leistung abzurufen und dann natürlich ein Stückchen weit noch auf das Großereignis dann immerhin zu timen, dass du da am fittesten bist. Aber ansonsten ist der Sommer die große Spielwiese, um dich wieder einen Schritt nach vorne zu bringen und auch um neue Sachen auszuprobieren, Technik, Material und dann eben für den Winter bereit zu sein.